Die nahm auch bei den Maraden 100 Jahre Deutsche Eisenbahn teil, ebenso 50 Jahre später zum Jubiläum 150 Jahre Deutsche Eisenbahn. Mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer war sie für den Schweden Schnellzugdienst bestimmt und bildete zusammen mit der Baureihe 03 das Rückgrat des Schnellzugdienstes bei der Deutschen Reichsbahn. Auch die neu gegründete Deutsche Bundesbahn konnte lange nicht auf diese leistungsfähigen Loks verzichten. Unsere 01 150 war bis zum Jahre 1973 im regulären Dienst bei der Deutschen Bundesbahn eingesetzt. Dann ist die Ohren vor. Jetzt kommt die als nächstes. Was fährst du denn eigentlich am Montag mit morgens? Kannst du mich gefährden? Du musst ja eh nur im Land fahren. Ich war eigentlich überfassend im Moment. So. Ja, du kannst du mich am Kreisel rauslassen. Ja, ich kann schon ein bisschen Fahrt fahren. Nee, musst du nicht. Ich hab bis heute noch. Da muss ich schon um 8 Uhr mit dem Zug fahren. Liege faule Ratte. Kannst du einen Zug laufen? Ja, kannst du wieder hinfahren. Ich würde ja mein Auto mitholen, aber ich habe für 2 Tage im Parkhaus zu fahren. Bahnhof, dem Parkhaus. Ach, 2 Stunden 3 Euro. Aber auf dem Parkstab 20 Euro. Ich habe letztes Mal 2 Stunden 10 Minuten oder so, aber 3 Euro. Das ist gut. Ja, hier geht es wieder aus. Yeah.